Achtung, Verschwörung. So titelt die heutige Sendung von MDR Exakt. Wenn MDR wieder mit Verschwörungstheorien aufwartet, dann kommt Klagemauer TV erneut mit Kennzeichen einer Verschwörungspraktik. Hier die gekürzte Version der Sendung vom 26.01.2017. Lernen Sie selber, Verschwörungstheorien von Verschwörungspraktiken zu unterscheiden. Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch das zielgerichtete, geheime Wirken von Personen zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. So steht es in Wikipedia, dem umfangreichsten Online-Lexikon der Welt. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF meint es nun ganz genau zu wissen und befasst sich im Wissensmagazin Einstein von heute Abend 21 Uhr mit der Anatomie, sprich Funktionsweise von Verschwörungstheorien. Diese seien mitten in der Gesellschaft und Politik angekommen. Einstein zeige, wie sie funktionieren, warum sie so attraktiv seien und welche Rolle das Internet bei der Verbreitung spiele. SRF zielt laut Vorankündigung unmissverständlich darauf ab, dem mündigen Zuschauer den Eindruck zu erwecken, Verschwörungstheorien seien allesamt Spinnereien. Dabei wird dem mündigen Zuschauer grob fahrlässig vorenthalten, wie zwischen Verschwörungstheorien und Verschwörungstatsachen unterschieden werden kann. KlarTV hilft nach und bietet mit der folgenden Dokumentation ein Studium der Anatomie von Verschwörungspraktiken. Denn dieses ist dem Studium der Anatomie von Verschwörungstheorien vorzuziehen. Das Schweizer Fernsehen SRF kommt dabei besonders genau unter die Lupe. Woran erkennt man, ob etwas eine bloße Verschwörungstheorie oder bereits eine Verschwörungstatsache, also eine Verschwörungspraktik ist? Ganz einfach. Als erstes höre man sich die Beweise einer sogenannten Verschwörungstheorie aufmerksam an. Als zweites prüfe man selbst nach, ob es sich in der Praxis tatsächlich so verhält. In den allermeisten Fällen ist das ganz einfach möglich. Hierzu gleich einmal drei kurze Fallbeispiele. Beispiel 1. Mehrere tausend Wissenschaftler weisen seit dem Zusammenbruch der Zwillingstürme darauf hin, dass ein paar tausend Liter brennendes Kerosin niemals zwei ganze Wolkenkratzer aus massivem Stahl hätten einschmelzen und pulverisieren können. Warum werden seit 9/11 solche Zeugen kategorisch als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt? Jedermann kann doch zu Hause selbst testen, ob die Hitze von brennendem Flugzeugtreibstoff ausreicht, um irgendwelchen Stahl auch nur annähernd zum Schmelzen zu bringen. Geht dies tatsächlich nicht, erzeigt sich die sogenannte Verschwörungstheorie bereits als Verschwörungstatsache, sprich Verschwörungspraktik. Denn nur miteinander verschworene Menschengruppen können eine physikalische Unmöglichkeit als Waffe gegen diejenigen einsetzen, die sie durchschaut haben. Sogleich muss die Frage gestellt werden, wer hält warum an solch widersinnigen Behauptungen und Lügen fest? Denn solche gibt es im Fall von 9/11 zu Hunderten. Und die noch gewichtigere Frage, warum bevorzugen fast sämtliche sogenannte Qualitätsmedien die Verbreitung längst eindrücklich nachgewiesener Lügen und dies wider jeder empirischen Beweislage? Offenbaren Sie sich damit nicht als Komplizen einer weltweiten Verschwörung? Ein Studium der Anatomie von Verschwörungspraktikern ist daher dem Studium der Anatomie von Verschwörungstheorien vorzuziehen. Das Strickmuster von Verschwörungspraktikern und deren Komplizen ist nämlich immer dasselbe. Wenn gleich auf frischer Tat ertappt, halten sie selbst ohne Rücksicht auf physikalische Gesetze unnachgiebig an ihrer Unschuld fest. Was nicht sein soll, darf nicht sein. Sie halten vorher blind an der Behauptung fest, man könne mit einem bloßen Streichholz Stein und Eisen niederbrennen, bevor sie zugeben können, dass sie geirrt oder gar mutwillig gelogen haben.
Korrektur ist bei ihnen das absolute Fremdwort. Hierzu ein typisches Beispiel von Unzähligen, wie das Schweizer Fernsehen SRF es Jahr ein, Jahr aus praktiziert. Beispiel 2, Klimalüge. Zahllose renommierte Wissenschaftler stimmen mit der physikalischen Gesetzmäßigkeit überein, wie sie Professor Dr. Böttiger schon 2008 an der RZK bezeugt hatte. CO2 hat schon einen Einfluss auf den Wärmehaushalt der Erde, aber einen minimal geringen und nicht den großen, der nachgesagt wird. Das CO2 und die Treibhausgase übernehmen die Verantwortung, dass sich die Atmosphäre, die Luft, unsere Luft nicht überhitzt, sondern sie sind der Mechanismus, um die Wärme, Energie aus der Atmosphäre herauszubekommen. Das heißt, letzten Endes kühlt CO2. Warum werden alle Wissenschaftler, die so etwas behaupten, als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt? In seinen Berichten prognostiziert das SRF eine Klimakatastrophe. Der Weltklimarat selbst schreibt in einem seiner Berichte, dass es sich beim Klima um ein chaotisches System handelt und daher längerfristige Klimavorhersagen nicht möglich sind. Einer der Väter der Theorie der Erderwärmung, nämlich der Biophysiker James Lovelock, musste zugeben, dass die Klimaprognosen falsch sind. Das ist das Problem, dass wir nicht wissen, was mit dem Klima los ist. Nichts von dem, was wir vorausgesagt haben, ist eingetreten. SRF behauptet in seinen Sendungen, ein Anstieg von CO2 führe zur Temperaturerhöhung und verändere das Klima. Der Klimatologe und Professor im Ruhestand sowie Doktor der Naturwissenschaften Werner Kirstein zeigt auf, dass der CO2-Gehalt immer erst steigt, nachdem die Temperatur gestiegen ist, da aufgrund der steigenden Temperatur weniger CO2 in den Wassermassen der Ozeane und Meere gelöst werden kann und es deshalb ausgast. Ein Anstieg von CO2 ist deshalb immer erst Jahre nach einer Temperaturzunahme zu verzeichnen. Der kausale Zusammenhang ist genau umgekehrt. SRF stützt sich auf die Berichte und Prognosen des IPCC. Nigel Calder, britischer Wissenschaftsjournalist, Publizist und Buchautor, hat die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des IPCC genauestens verfolgt. Er sagt: Der IPCC ist ein rein politischer, regierungsübergreifender Arbeitskreis und nicht ein wissenschaftlicher. Er besteht zwar aus Bürokraten und Wissenschaftlern, aber nur aus solchen, welche alle das gleiche Lied singen. Der Gründungsauftrag des IPCC im Jahre 1988 lautete, zu beweisen, dass wir auf eine Klimakatastrophe zugehen und dass der Mensch an einem Klimawandel schuld sei. Die Klimaergebnisse sind somit vorprogrammiert. Unabhängige Wissenschaftler veröffentlichten Beweise, dass die Computerprogramme des IPCC so programmiert waren, dass die Temperaturkurve immer einen dramatischen Temperaturanstieg aufzeigte und vorhersagte, egal welche Daten man zur Berechnung eintrug. Eingegangen ist diese manipulierte Temperaturkurve unter dem Namen Hockeystick-Kurve oder Hockeystick-Lüge. 2009 wurden durch Internet-Hacker über 1000 E-Mails veröffentlicht, die die Manipulation von Klimadaten durch einen Zweig des IPCC offenlegten. SRF behauptet, der Weltklimarat IPCC würde den Kenntnisstand der Wissenschaft in seinen Berichten darstellen. In der Petition von Oregon im Jahre 1998 unterschrieben ca. 31.000 Fachleute, darunter 9.000 Wissenschaftler mit Doktortitel in Atmosphärenphysik, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Den Heidelberger Aufruf im Jahre 1992 unterschrieben 264 Wissenschaftler, darunter 52 Nobelpreisträger, die sich als Gegenstimme zur These des IPCC verstehen. Mittlerweile hat der Aufruf 4000 Unterzeichner, davon 72 Nobelpreisträger.
Als weiteres Beispiel sei hier der US Senate Minority Report erwähnt, in dem sich 700 Wissenschaftler im Jahr 2008 an den Senat der Vereinigten Staaten wandten, um die völlige Haltlosigkeit der verbreiteten Behauptungen über den Klimawandel kundzutun. Die Mitglieder der Clexit-Bewegung, Climate Exit, widersprechen ebenfalls der offiziellen Berichterstattung über den Klimawandel. Der Clexit-Bewegung gehören mehr als 160 hochkarätige Wissenschaftler aus über 20 Ländern und verschiedenen Fachrichtungen an. Hochqualifizierte Meteorologen, Physiker und Astrophysiker, die die Annahmen und Prognosen der Computermodelle des IPCC zum vermeintlichen Klimawandel ablehnen. SRF stellt den Menschen als Ursache für den Klimawandel dar. Der deutsche Physiker und Professor im Ruhestand Horst-Joachim Lüdecke kommt in seinen begutachteten Fachpublikationen zum Ergebnis: Erstens, dass die globalen Temperaturschwankungen im 20. Jahrhundert die der letzten 2000 Jahre nicht übersteigen. Zweitens, dass die globale Erwärmung des 20. Jahrhunderts überwiegend natürlichen Ursprungs war. Und drittens, der globale Temperaturverlauf der letzten 250 Jahre auf Naturzyklen zurückgeführt werden kann. SRF berichtet davon, dass der Klimawandel zum Abschmelzen der Polkappen führt. Eine Autofahrt über 2000 Kilometer ließe einen Quadratmeter Polareis schmelzen. Die Eisdecke in der Arktis ist so dünn und so klein wie noch nie zuvor. Am 14. September 2014 berichtet die österreichische Kronenzeitung: Eiszuwachs an den Polen überrascht Klimaforscher. Und macht die Klimaerwärmung Pause? Darin wird erwähnt, dass die größte Eisausdehnung um den antarktischen Kontinent seit 35 Jahren zu verzeichnen ist, was ein Riesenproblem für die Pinguine darstellt, da sie offenes Wasser für ihre Beutejagd brauchen. Die Auswertung von Satellitenbildern aus dem Jahre 2015 zeigt einen Zuwachs der arktischen Eisfläche von 1,02 Millionen Quadratkilometern gegenüber dem bisherigen Tiefpunkt mit 3,39 Millionen Quadratkilometern am 17. September 2012. Also 30% Wachstum. Die Eisdecke sei zudem nicht nur größer und dicker, sie sei auch dichter geworden. Das bedeutet, sie ist demnach resistenter gegen weiteres Abschmelzen, wie Professor Andrew Shepard von der Leeds University anmerkt. Nach seinen Beobachtungen hat das Eis in der Arktis sich signifikant erholt. Und die Atmosphärenexpertin Judith Curry vom Georgia Institute of Technology in Atlanta stimmt zu. Die Abwärtsspirale des Eispanzers in der Arktis scheint sich umgekehrt zu haben. SRF zeigt zur Unterstützung seiner Argumente zum Klimawandel rauchende Schornsteine mit dunklen Ausgasungen. CO2 wird als Treibhausgas bezeichnet, dessen Gehalt reduziert werden müsse. Allgemein bekannt ist, dass CO2 ein unsichtbares, geruchloses und ungiftiges Spurengas in der Atmosphäre ist. Nach Professor Kirstein ist es klimaneutral und lebenswichtig für Flora und Fauna, insbesondere für das Nachwachsen des tropischen Regenwaldes. Der Anteil von CO2 in der Gesamtatmosphäre beträgt lediglich 0,038%. Hiervon produziert der Mensch wiederum nur 4%. Das heißt, der von Menschen verursachte Anteil weltweit beträgt nur 0,00152% der Gesamtatmosphäre. Die Fachliteratur gibt für das Pflanzenwachstum eine optimale CO2-Konzentration von 0,06 bis 0,16% an. Demnach würde eine höhere CO2-Konzentration den Pflanzen zumindest sogar nützen. In Treibhäusern wird zum Teil CO2 eingeleitet, um den Düngungseffekt zu nutzen. Sogleich muss aber auch hier wieder die Frage gestellt werden: Wer hält warum dennoch an solch widersinnigen Behauptungen und Lügen fest? Denn solche und ähnliche lassen sich auch im Fall der sogenannten Klimakatastrophe zuhauf ausmachen. Und warum ist es fast sämtlichen Hauptmedien wichtiger, an der Lüge statt an der wissenschaftlich nachgewiesenen Wahrheit festzuhalten?
Werden sie dafür bezahlt? Wenn ja, von wem genau? Mit welchen höheren Zielen? Dies ist in Kürze das immer typische Strickmuster aller Verschwörungspraktiker und ihrer Vasallen. Kein Naturgesetz, kein noch so schlagender Beweis kann sie zum Widerruf bewegen. Vorher schlagen sie, wie gerade die heutige Attacke des Schweizer Fernsehens wieder beweist, ihre Verleumdungsopfer noch endgültig zu Boden. Ihr Drang zum Rufmord ist unersättlich. Dabei sind es doch nachweislich gerade die Hauptmedien, die mit ihren unkorrigierbaren Verleumdungen Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Während sie doch selbst nachweislich Komplizen von Verschwörungspraktikern sind. Abschließend darum ein kurzer Rückblick über noch weitere Lügen des SRF im Verbund mit realen Verschwörungspraktikern. SRF stützt sich in seinen Berichten auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die unabhängige kanadische Journalistin Eva Bartlett deckt auf, dass die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Coventry, Großbritannien sitzt und aus einem einzigen Mann besteht. Eva Bartlett nach ihren zahlreichen selbstfinanzierten Syrien-Besuchen. Internationale Organisationen vor Ort. Sagen Sie mir, welche sind dort in Ost-Aleppo vor Ort? Ja, ich sage es Ihnen, keine. Diese Organisationen stützen sich auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in Coventry, Großbritannien und besteht aus einem einzigen Mann. SRF klagt über die letzten 35 Ärzte im Osten Aleppos und über die letzte zerstörte Kinderklinik. Andere Leitmedien beklagen den letzten Doktor in Aleppo, den letzten Aktivisten, den letzten Kinderarzt und so weiter. Unabhängige Augenzeugen vor Ort sprachen zeitgleich mit der medizinischen Vereinigung in Aleppo, die aus 4.160 aktiven und registrierten Ärzten bestehe. Von diesen sind 800 Spezialisten. Zum Vergleich mit der Schweiz, einem Land mit bester medizinischer Versorgung. In der ganzen östlichen Schweiz gibt es insgesamt 4040 Ärzte und Ärztinnen, welche in 76 Spitälern oder in ihrer eigenen Praxis arbeiten. Das sind immer noch weniger aktive Ärzte als in der einen Stadt Aleppo. SRF berichtete, dass Regimetreue, also syrische Truppen, Menschen ermordet hätten auf ihrer Flucht aus Aleppo. Zahlreiche Augenzeugen berichten das genaue Gegenteil. Menschen gerieten bei ihrer Flucht aus Aleppo unter Beschuss der Terroristen, doch die syrischen Regierungstruppen beschützten die Fliehenden, indem sie sich wie ein menschlicher Schutzschild vor sie hinstellten. Als die Syrer und Russen 8 humanitäre Korridore öffneten, damit die Menschen die Gegend verlassen können, wurden diese stark attackiert durch terroristische Gruppierungen, oftmals mit Mörserbombardierung. Auch die britische investigative Journalistin Vanessa Bealey bestätigte dies nach ihrem Besuch in Aleppo. Sie erzählte uns auch, dass es die Terroristen waren, die auf Zivilisten schossen, die über die humanitären Korridore flüchten wollten, die von der syrischen Armee und den Russen eingerichtet wurden. SRF behauptet wie alle Leitmedien immer und immer wieder, dass die syrische Armee die eigene Bevölkerung angreife. Der britische Priester Andrew Ashdown, der kürzlich in Aleppo war, zeugt von zahlreichen Interviews mit Bewohnern der Stadt, die berichteten, dass nur die Rebellen auf das Volk schossen, sie vergewaltigten, inhaftierten und entführten. Die syrische Regierung und Russland hingegen boten als einzige humanitäre Hilfe an und befreiten das Volk. Der österreichische Nationalratsabgeordnete Robert Lugar bezeugt, dass der Syrienkrieg von außen gemacht ist. USA, Großbritannien und Frankreich haben gemeinsam mit Saudi-Arabien die Rebellen, die dort kämpfen, ausgebildet und mit Waffen versorgt und tun dies weiterhin, um Assad wegzuputschen. Auch der syrische UN-Botschafter bezeugt, dass dieser beispiellose barbarische Krieg die bittere Tatsache widerspiegelt, dass der Terrorismus immer noch gefördert wird,
Mit sicheren Zufluchtsorten, Geldmitteln und durch die Unterstützung einiger bekannter Regierungen. Die Schlagzeilen von SRF über Massaker durch die syrische Armee fliegen als reine Verschwörung auf. Schlagzeilen, die sich auf einen einzigen Mann in Großbritannien abstützen. Viele Zivilisten berichten, dass die Terroristen chemische Waffen gegen die Bewohner in Ost- und West-Aleppo eingesetzt hätten. Weitere Augenzeugen berichten, dass die Terroristen unter dem Erdboden bunkern, hochkommen, ihre Bomben auf die Zivilbevölkerung abschießen und wieder abtauchen. Eine Frau fiel vor den Terroristen auf die Knie und bettelte um Essen und sie haben ihr in den Mund geschossen. Dann begegnen sie zahllosen Zeugnissen von Menschen, von den 100.000 Zivilisten, die befreit wurden in der letzten Woche. Und sie sagen, Gott sei Dank für die syrische Armee, die uns befreit hat. Die Terroristen horteten Essen und hielten es uns vor. SRF berichtete immer wieder, Syrien und Russland hätten Krankenhäuser bombardiert. Beispiel: Das Krebsbehandlungszentrum Al-Kindi wurde durch die Al-Nusra-Terroristen zerstört. Das Bild des zerstörten Krankenhauses wurde von den Medien als Beleg für syrische und russische Anschläge eingesetzt. Was für ein Skandal! Dieselben Ungereimtheiten finden sich auch beim angeblich zerstörten Krankenhaus Al-Quds und so weiter. SRF publiziert immer wieder, dass das Assad-Regime aufgrund seiner Brutalität bei der Bevölkerung sehr unbeliebt geworden sei. Die Nonne Maria Guadalupe Rodrigo, die in Aleppo lebte, beobachtete aus ihrem Fenster, wie tausende Menschen auf die Straße gingen, um ihren Präsidenten Bashar al-Assad zu unterstützen. Genau dieselben Bilder wurden dann von den westlichen Nachrichtenkanälen übernommen mit der exakt gegenteiligen Behauptung, das syrische Volk gehe auf die Straßen, um seinen Präsidenten zum Rücktritt aufzufordern. SRF behauptet, Russland stelle sich quer, was die Ermöglichung humanitärer Hilfe betrifft. Der russische Präsident Wladimir Putin sandte mobile Hospitäler nach Aleppo zusammen mit mehreren Tonnen Verbandsmaterial und wichtigen Medikamenten, begleitet von bis zu 100 russischen Ärzten und Chirurgen. Russland und die Stadtverwaltung von Aleppo versorgen die Bevölkerung mit Lebensmitteln und allen Bedarfsgütern. Fazit: Russland verhindert also nicht, sondern leistet dringende humanitäre Hilfe. Golf von Tonkin vor der Küste Nordvietnams. Massenmedien verbreiten die Meldung, nordvietnamesische Schnellboote hätten zwei US-amerikanische Kriegsschiffe mehrmals ohne Anlass beschossen. Startschuss für den Krieg. Vietnam wird von den USA angegriffen. Verschwörungstheoretiker, schrie man einst noch gegen die Menschen, die aufdeckten, dass dieser Angriff von den USA selbst inszeniert wurde als unter falscher Flagge-Skandal. Doch heute ist die Verschwörung offiziell. Der damalige Verteidigungsminister Robert McNamara gab später zu, dass es sich tatsächlich um eine Attacke der USA unter falscher Flagge handelte. Ein 15-jähriges Mädchen sagte unter Tränen vor laufenden Kameras aus, dass sie in einem kuwaitischen Krankenhaus gesehen habe, wie irakische Soldaten Säuglinge aus Brutkästen gerissen und auf den Boden hätten sterben lassen. Die Medien posaunten es wie immer lauthals heraus. Also, Startschuss für den großen Völkermord im Irak. Das Mädchen aber flog als eine kuwaitische Diplomatentochter auf, die für diese Brutkastenlüge richtig viel Geld kassierte und von einer PR-Agentur ausgebildet wurde. Den Auftrag erhielt sie von einer in Amerika operierenden Organisation. Sie arbeitete nie in dem Krankenhaus. Die Geschehnisse waren erstunken und erlogen. Wurde dieses Verbrechen jemals geahndet? Und dennoch hetzen und schreien die Medien lauthals weiter gegen alle, die solche Verschwörungen zur rechten Zeit aufdecken, Verschwörungstheoretiker. Saddam Hussein besitzt Massenvernichtungswaffen, dröhnte es durch die Massenmedien, sodass alle einmal mehr kopfnickend zuschauten, wie die Vereinigten Staaten und deren Verbündete in den Irak einmarschierten. 600.000 Zivilisten wurden umgebracht. Das sind 90% aller Opfer.
Allein während eines dreiwöchigen Einsatzes wurden von den USA zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen Uranmunition eingesetzt, was bis heute unzählige Geburten schrecklich deformierter Babys zur Folge hat. Wer zur rechten Zeit darauf hinwies, dass dieser Krieg auf einer Lüge aufbaut, wurde wie immer als Verschwörungstheoretiker mundtot gemacht. Doch einmal mehr, als es zu spät war, wurde die Verschwörung noch offiziell. Der damalige Außenminister Colin Powell räumte später ein, dass sich die Quellen für angebliche Massenvernichtungswaffen nicht als solide erwiesen haben. Die 1400 Personen umfassende Untersuchungsgruppe Irak, kurz ISG, fand keine Massenvernichtungsmittel. Was für ein grausames Ausmaß an erwiesener Verschwörungspraktik. Die Behauptung eines libyschen Informanten vor der UNO, Gaddafi habe 6000 Menschen getötet, führte schließlich zum Libyen-Krieg durch die NATO. In den Medien hieß es, Gaddafi führt blutigen Krieg gegen sein eigenes Volk und so weiter. Doch die Behauptung der 6000 Toten stellte sich als Lüge heraus. Als man den Informanten später fragte, sagte er, er habe keine fixen Quellen für die Zahl von 6000 Toten gehabt. Er habe das einfach so gehört. Kosovo. Laut den Massenmedien der NATO-Länder spiele sich hier eine humanitäre Katastrophe ab. Von Massakern der Serben an kosovo-albanischen Zivilisten war die Rede, sowie von einem Konzentrationslager. Dies führte zum NATO-Krieg gegen das damalige Jugoslawien im Jahr 1999 und damit tatsächlich zu einer verheerenden humanitären Katastrophe. Diese Anschuldigungen wurden nur wenige Monate nach Beendigung der NATO-Bombardierung Jugoslawiens öffentlich widerlegt. Gemäß mehreren Berichten, auch von der OSZE, gab es im Kosovo vor Kriegsbeginn keine humanitäre Katastrophe. Laut kosovo-albanischen Augenzeugen habe es keine ethnischen Säuberungen gegeben und keinen Gefangenen im angeblichen Konzentrationslager. Der 7. Dezember 1941 ging als Tag der Schande in die Geschichte ein. Nach offiziellen Medienmeldungen griff Japan die Pazifikflotte der USA in Pearl Harbor an. 2403 Menschen verloren ihr Leben. Einmal mehr sind die Gemüter aufgeheizt und ein weiterer Startschuss für den Krieg angeblich gerechtfertigt. Am Tag darauf erklärte die USA Japan den Krieg. Doch auch hier stellte sich später heraus, dass die US-Regierung den Angriff gezielt provoziert hat, beziehungsweise von dem kommenden Angriff gewusst und die Flotte in Pearl Harbor nicht gewarnt hatte, um den Kriegseintritt der USA zu rechtfertigen. Dies wies der US-amerikanische Historiker John Toland nach. Ebenso dokumentierte ein Tagebucheintrag von Roosevelts Kriegsminister Henry Stimson, die USA provozierten bewusst Japan zum ersten Schuss. Die Medien unterstützen mit ihrer Propaganda somit nachweisbar die grausamsten Kriegsverbrechen, decken die Kriegstreiber und verbreiten immer wieder aufs Neue haltlose Verschwörungstheorien, die grausamste Kriege und Massenmorde zur Folge haben. Dubiose Quellen und oft auch im Konjunktiv genannte Verleumdungen und Lügen schüren beständig Hass und legen den Grund für Krieg und Terror. Diese Verbrechen werden nicht geahndet. Stattdessen jagt man harmlosen Menschen nach, die auf diese Verschwörungen hinweisen und verleumdet sie immer wieder aufs Neue. Ein Hilfsmittel zur kriegstreibenden Verschwörung sind zudem Fake-Bilder. Ob gestohlene, gefälschte oder einfach falsche Bilder. Sie dienen zur Schürung von Hass und treiben die Menschen zur Kriegsbereitschaft. Dieses Folterbild soll die Grausamkeit Assads im Jahr 2011 beweisen. Das Video stammt aber aus dem Jahr 2007, aus einem Lager im Irak. Dies sollen russische Panzer sein, die am 19. August 2014 in die Ukraine einrollen. Doch dieses Bild stammt aus dem Jahr 2008, aus dem Kaukasus. Das hier sei ein Helikopter, der von russischen Separatisten in Slawiansk, Ukraine, abgeschossen wurde. So unsere öffentlich-rechtlichen Medien im Mai 2014. Diese Aufnahme stammt allerdings aus dem Jahr 2013 aus Syrien.
Dieses Video lag also schon lange vor dieser Medienlüge auf YouTube. Das hier sei ein Stadion mit Zehntausenden Anhängern, die nach unseren deutschen Medien gegen die sogenannten russischen Separatisten protestierten. Unabhängige und freie Medien wie KlarTV finden in solchen Momenten den Zoom-Knopf und zeigen das ganze Bild. Hier sitzen wenige hundert Leute. Dies soll eine Live-Übertragung vom Grünen Platz in der libyschen Hauptstadt Tripolis sein. Zu sehen seien die jubelnden Rebellen nach ihrem Sieg. Äußerst seltsam ist für den aufmerksamen TV-Zuschauer aber, dass die alle indische Flaggen schwenken und indische Kleider tragen. Fazit: Dies waren nur gerade wieder ein paar wenige aus tausenden ähnlichen Vorkommnissen, wie unsere sogenannten Qualitätsmedien ticken und wirken. Aus genau solchen Gründen rufen verschiedenste Parteien und Bewegungen der Schweiz mit ihrer No-Bilag-Initiative dazu auf, solche Schindluderei nicht mehr mittels Steuergeldern zwangsfinanzieren zu dürfen. Unser Beitrag stützt diese Meinung und vermittelt dem Schweizer Volk die Sichtweise, dass auch jede Form von Radio und Fernsehen nur noch auf Eigeninitiative und Selbstfinanzierung, nicht mehr aber durch Zwangsfinanzierung betrieben werden soll. Das Prinzip der freien Marktwirtschaft muss auch für alle Medien gelten. Die Tatsache, dass die No-Bilag-Abstimmung trotz über 100.000 eingereichten Unterschriften seit über einem Jahr vom Bund verschleppt wird, lässt summarisch die große Frage aufkommen. Handelt es sich hierbei um eine bloße Verschwörungstheorie oder bereits um eine reale Verschwörungstatsache? Junge Menschen schauen uns zu und jeden Tag kommen neue Menschen hinzu. Zehntausende laufen den Zeitungen fort, bald glaubt keiner mehr ihrem Wort. Doch auch Flüchtlinge überfluten das Land, Globalisten am Werk mit langer Hand. Chaos wollen sie schaffen, par excellence, also nutzen wir die Krise, das ist unsere Chance. Jetzt alles bloß nicht aufhören, jetzt alles bloß nicht aufgeben, jetzt noch mehr aufpassen, auf keinen Fall jetzt locker lassen, bis Millionen Menschen mit uns gehen. Diese Welt ist schon allein.